Ten, 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 ten. Wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer? Wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer? What's up, Skateboarder Hedge? Willkommen zu dieser neuen Review. Und zwar viele Fragen, Puff. Unzählige Nachrichten habe ich auf Instagram gehabt, dass viele gefragt haben, Puff, wofür ist das? Das benutzt du in der Story die ganze Zeit. Man sieht dich täglich dieses Ding hier benutzen. Und viele fragen auch immer so, lohnt sich das Ding? Ja, also im Endeffekt, was das ist, im Endeffekt ist das eine Massagepistole. Ja, hier ist, ich kann euch einfach hier, wir haben eigentlich eins, ich habe mir jetzt zwei Stück geholt jetzt, ne? Ich habe jetzt eigentlich eine hier, die ich die ganze Zeit benutze, und dann habe ich mir noch eine gegönnt, damit ich auch natürlich beide, ich habe zwei Beine, also machen wir auch natürlich zwei, nein, eine to go, eine zu Hause, sowas gedacht, so sieht das aus, so kommt das an. Also ich kann euch direkt auch sagen, hier, ne, ich werde euch direkt diejenigen, die sagen, ich will haben, erster, weil viele fragen mal, wo ist das, erster Link, das wird der Link sein zu diesem Gerät hier, Kosten und Fuffi, deswegen ist das auf jeden Fall sehr preisgünstig. Die haben ganz am Anfang, wo ich das erste Mal überhaupt sowas gesehen habe, war schon so vor 2 Jahren, da ging das los bei 400 Euro. Und ich weiß, dass ich sogar schon die Gedanken sogar hatte damals, ich muss mir das holen, weil das einfach so gut ist für deine Muskeln. Und ja, bei 400 war dann eine krasse Summe auf jeden Fall. Und dann, wo ich letztes Jahr 2019 in Barcelona war auf Tour, hatte das jeder. Jeder hatte so ein Teil. Alle sind damit rumgelaufen, nach jeder Session hat man diese Massagen gemacht und da war für mich dann so, hey, crazy, das ist da so selbstverständlich und hier irgendwie ist das noch gar nicht in meinen Kopf so krass reinkommen, dass das wirklich so ein Ding ist, weil da, wie krass das einem hilft. Und hier habe ich jetzt ein komplett neues, verpacktes, wir können zusammen öffnen, damit wir so ein bisschen seht, was man bekommt. Hier, boom, kacheng, kacheng. So sieht das Ding aus, wenn ihr es öffnet. Man hat natürlich hier das Gerät und dann hat man noch hier verschiedene Aufsätze. Ne? Man hat hier den Pinöppel, den ich gerade auch hier auch dran hatte, das ist derselbe. Dann hat man hier den Allrounder, der ist richtig nice, der ist rund und da kannst du wirklich von jeder Seite. Dann gibt es hier noch so einen fetten, der nur auf eine Stelle ist, ja? Wenn du irgendwie so richtig krassen Krampf hast und dann musst du genau dahin. Und dann haben wir noch so einen doppelten hier. Boom. Also 4 verschiedene Aufsätze hat man. Dann natürlich noch hier Akku. Nicht ein Akku, sondern einfach das, womit du überhaupt aufladen kannst. Also ganz normal Steckdose aufladen. Ich kann natürlich immer das Gerät rausholen. Wir haben, das habe ich natürlich direkt auch schon hier selber natürlich hier beklebt, um ein bisschen personell zu haben. Und das Ganze natürlich hier einfach aufladen. Und dann ist das auch super simpel. Dann haut man hier so einen Aufsatz rein, ne? Boom, den hier, und dann kannst du einfach hier, geht schon los, das ist die erste Stufe und es gibt 2, 3, 4, 5, 6 Stufen nämlich. Und ja, das ist richtig geil, ne? Du hast jetzt hier, boom, das kannst du auch direkt abmachen, mal den anderen reinstecken, das geht ziemlich schnell, hier ist keine Kunst, kein Nix und schon geht's weiter los, ne? Also es ist unglaublich. Und das Ding ist, dann war natürlich jetzt auch, also das Krasse an der Geschichte ist jetzt, dass viele dann fragen so, aber was bringt das? Also wo lohnt sich das? Ne? Diese Frage habe ich oft gehört und gesehen und ich habe das nicht so ganz verstanden, weil am Ende ist das wie eine, also du kriegst eine Massage an deine Beine. Es lockert deine Muskulatur, ne? Das knallt halt gegen dein Bein. Und das löst die Verspannungen und das Ganze. Weil wenn du es halt skatest, wenn du sehr, sehr lange skatest und viel skatest, irgendwann verspannen sich natürlich einfach deine Muskeln. Und deswegen ist das halt dann nach der Session übertrieben geil, wenn du das machst. Und vor allem merkst du danach, du kannst nochmal skaten. Also es ist nicht so, dass du, ich hatte das halt oft, dass ich geskatet bin. Und dann, wenn du aufhörst zu skaten, danach bist du raus. Ne? Du bist dann voll kalt geworden, voll so unbeweglich. Und dann geht einfach für den Tag nichts mehr. Mit den Dingern hier, bam, 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 bam. Und du denkst dir, neuer Spot, neue Session, ich bin fresh, ich bin back. Als ob nie was gewesen wäre. Du bist genauso fresh wie vorhin. Das ist crazy. Das ist crazy. Das war ein krasser Vorteil. Ich habe das selber nie so gedacht, dass das so viel ausmachen wird. Dass das wirklich so ein Hit ist. Und das sieht man auch, das ist voll der krasse Bestseller geworden. Jeder hat sich das auf jeden Fall danach geholt. Ich habe das ein paar Mal gepostet. Und danach wurde er tot repostet. Alle haben sich das geholt. Weil natürlich, ja klar, für einen Fuffi ist das Ganze auch wirklich korrekt. Ist korrekt Modus. Das ist so im Endeffekt, ne, holst du dir kein Board, holst du dir mal so ein Ding
Und dann kannst du das den ganzen Tag machen, sitzt wie King Dingeling hier so mit zwei, weißt du, was ich meine? Du kannst hier richtig so hier am Nacken, hier Bruder, beide Seiten penetrieren, boom, hier, boom, und los geht es, du, weißt du, was ich meine? Das ist halt, ne, das ganze Ding ist auf jeden Fall richtig nice von der Verarbeitung. Hier ist halt so Plastik in Silber, fühlt sich aber sehr, sehr nice an. Hier ist das so ein Gummi, ich glaube, hier ist auch der Akku und hier hält das Ganze. Und auch von der, wenn man das jetzt hier auch noch abzieht, ist wirklich klein, also du kannst das definitiv in jedem Rucksack, ist das ganz easy dabei und du hast es an jedem Spot dabei und das ist ein krasser Gamechanger in diesem Skaten, müde werden, müde von Muskulatur und deine Beine sind einfach kaputt oder auch Rücken, ne? Man hat auch Rückenschmerzen hier und da, wenn du einen Trick gemacht hast, aber mit dem Ding hier ist wirklich, als ob du einen privaten Masseur dabei hast. Das ist unglaublich, das ist somit das Geilste. Ich glaube, das war immer so ein Traum. Ich muss sagen, das war immer ein Traum eigentlich von jedem Skateboarder, wo die ersten Male ich auf so größeren Contests war, deutsche Meisterschaften, europäische Meisterschaften, World Cups, da gibt es immer so einen Massageraum, wo ein Masseur ist und du kannst dich vor deinem Run eintragen lassen, dass du vorbeikommst, bevor der Run von dir losgeht, 10 Minuten, 15 Minuten vorher, dich schön massieren lassen, Beinmassage und Rückenmassage, sodass du dann, wenn du deinen Run fährst, du denkst, du bist einfach ein Engel, der da auf dem Board fliegt, weil du einfach so nice und so smooth, das ist alles ist schön mit diesem warmen Öl, das entspannt sich mega krass. Und man hat sich immer gedacht, boah, das wäre doch geil, wenn du das an jedem Contest hättest. Und dann so der Traum war dann so, stell mal vor, du hättest einen, der die ganze Zeit dich massieren kann, der immer dabei ist. Wir haben ihn hier, der ist er. Das ist der private Physiotherapeut, Massage, Masseur, der mit dabei ist. Denn du machst es dir einfach hier selber. Ne? Einfach hier sechs verschiedene Stufen. Ne? Ob du hier am Nacken ein bisschen leichter haben willst, an den Beinen natürlich, an den Waden ein bisschen kräftiger. Auf Stufe 6 knallen und schon knallt das ganz, ganz anders. Natürlich muss ich auch eins sagen, es ist ein bisschen auch, du musst ein bisschen auch reinkommen, wie du das machst. Ne? Nicht nur auf einer Stelle, sondern man muss das schön, man muss ein bisschen rausfinden, wie das geht. Man muss seinen Körper ein bisschen rausfinden. Und wenn du dann ein paar Mal das gemacht hast, dann weißt du ganz genau, an welchen Stellen du, wie du, wo massieren kannst und willst auch. Und dann ist das eine Befriedigung. Das ist unglaublich. Ich muss sagen, ich mache das wirklich, wie schon erwähnt, jeden Morgen, jeden Abend, einfach um auch wach zu werden und auch pennen zu gehen, dass das nice ist. Und dann nochmal zwischen den Sessions, hier und da natürlich auch nochmal, wenn man nicht den Akku vergessen hat aufzuladen. Deswegen, weil natürlich auch alle bei mir immer krass gammeln. Ne? Die ganzen immer, einer hat das und dann sind immer alle, gib mal, gib mal, gib mal, gib mal. Deswegen holt euch eure eigene und dann müsst ihr nicht einen fragen, sondern habt immer euer Gerät dabei. Also holt euch den Stuff, wie gesagt, Link ist hier unten drunter. Da geht es zu diesem Gerät direkt und ja, boom, ich packe das wieder ein und ihr seid natürlich jetzt auch mal aufgefordert, da rauszugehen. Hört auf jetzt zu gucken, geht skaten, vielleicht keinen Tag. Ein Tag ohne Skaten, ein Tag ohne Massagepistole und dann weiter skaten, nochmal weiter skaten, Batterie fürs Meer eintüten, ist ein verlorener Tag. Also get the fuck out, geht skaten, habt Spaß und genießt die Freiheit und riecht die Freiheit und die Massagen, die mit dabei sind. Wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer? Wer ist ein Dealer? Sag, wer ist ein Dealer?